wieder mal Kairo, wieder mal Tahrirplatz, wie unschwer zu erkennen ist, diesmal mit ein paar weniger Menschen als noch im Februar 2011, als hier Hunderttausende gegen Mubarak demonstriert haben. Aber immerhin, anders als noch im Oktober 2013, ab und an geschehen, ist der Platz für die Öffentlichkeit offen. Ägypten versucht, in die Normalität zurückzukommen. Und in gewisser Weise ist es gelungen, zumal die nächtliche Ausgangssperre ja jetzt auch aufgehoben ist. Für mich kommen hier viele Erinnerungen hoch, was man in dem Video nicht sehen kann. Gegenüber ist die Parteizentrale der NDP, der ehemaligen Mubarak-Partei. Die ist noch ausgebrannt wie damals. Das heißt, es hat sich hier gar nichts geändert. Es ist ein Mahnmal der Revolution, der unvollendeten Revolution, meinetwegen auch der gescheiterten Revolution. Aber was an dem Gebäude nicht unwichtig ist, ist eine Tatsache, über die nicht gesprochen wird. Nämlich, dass sie nicht von gewöhnlichen Demonstranten, sondern wohl eher von gezielten Provokateuren angezündet wurde. Und diese Ereignisse Ende Januar 2011, als ja hier in Kairo ziemliches Chaos herrschte, hängen ja auch damit zusammen, dass die Polizei über Nacht alle ihre Stellungen verlassen hat. Da lagen die Uniformen auf den Straßen, sind nach Hause gegangen. Das Ergebnis war klar, es herrschte Chaos. Und genau dieses Chaos war es auch, das die Armee genutzt hat, um hier die Macht zu ergreifen. Am 28. Januar wohlgemerkt und nicht, wie oftmals behauptet, am 11. Februar, als Mubarak zurückgetreten ist, hat sich hier also die eigentliche Revolution ereignet. Diese eigentliche Revolution hat zwei Dinge erreicht. Zum einen wurde der recht ungeliebte Gamal Mubarak, der Sohn des Langzeitpräsidenten, der hier fast 30 Jahre geherrscht hat, verhindert. Er ist in der Armee nicht beliebt, da er ungedient ist, aber da er und seine Leute auch hier eine weitreichende Privatisierung der Staatsbetriebe in Militärhand einleiten wollen. Der zweite Aspekt, der erreicht wurde, es herrscht heute unter al-Sisi eine jüngere Garde an Generälen, die greisen Militärs, die noch geprobt waren im Krieg gegen Israel, sind alle in den Ruhestand geschickt. Und am Ende die Moslembruderschaft, die hier über Jahrzehnte eine ganz gefährliche Kraft war, ist diskreditiert. Es gibt ja ein deutsches Sprichwort, was du nicht bekämpfen kannst, musst du umarmen. Und genau das haben die Verantwortlichen beherzigt. Hat die Moslembruderschaft gewinnen lassen bei den ersten freien Wahlen. Und dann hat man sie auflaufen lassen. Und sie sind gescheitert, vor allem aus wirtschaftlichen Gründen, da die Arbeitslosigkeit zugenommen hat, die Armut zugenommen hat, die Preiserhöhungen zugenommen haben. Und eine Regierung, die diese elementaren Probleme nicht lösen kann, die hat hier auch auf Dauer keinen Respekt. In dem Zusammenhang stellt sich auch die große Frage, Putsch oder Revolution, was war das, was hier am 30. Juni 2013 sich abgespielt hat, als die Armee den frei gewählten Präsidenten Mohamed Morsi abgesetzt hat? Nun, die Frage kann man doch relativ einfach beantworten. Nichts ist anders als im Februar 2011. Damals war es die Armee, die Hosni Mubarak abgesetzt hat, unter Rückgriff auf die Menschen hier auf dem Tahrirplatz, die allerdings auch nur kamen, weil sie durch das Militär geschützt waren. Und am 30. Juni ist gleich, das Militär hat die Leute eingeladen, erneut zu demonstrieren. Das wurde zum Anlass genommen, Morsi abzusetzen. Bei all diesen historischen Umbrüchen in der arabischen Welt insgesamt ist es durchaus angebracht, einige Parallelen mit der europäischen Geschichte zu ziehen. Und wer denkt da nicht an die Französische Revolution,
die nach jahrelangen Wirren ja ein Ergebnis hatte, nämlich die Diktatur Napoleons. Und so gesehen sollte es uns ja nicht wundern, dass der General al-Sisi jetzt mehr Vollmachten demnächst besitzen könnte, als sie Mubarak zumindest in den letzten Jahren hatte. Und all seine Bilder, die man hier in den Straßen sieht, sprechen Bände. Zumal dieser Personenkult damit ausgeprägter ist als unter Hosni Mubarak. Und die große Frage, die bis heute im Orient nicht beantwortet wurde, wie soll denn das Verhältnis zwischen Islam und Staat künftig aussehen? Im Gespräch mit den Leuten hier bekomme ich eine ganz frappierende Antwort. Ins Europäische übersetzt geht die ungefähr so: Wir können nicht mit dem Islam leben, aber auch nicht ohne ihn.